Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiwis Stricklust. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, durch Zufall oder weil dich die Glocke wieder mal erinnert hat, dass ein neues Video hochgeladen wurde. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir die nächste halbe, dreiviertel Stunde miteinander verbringen können. Bei mir war das die Woche als Rückblick für euch ja etwas eintönig vom Stricken, aber ich habe etwas Kleines, was auch wieder auszieht, fertig gestrickt. Ich habe für mich etwas noch Neues angestrickt, weil ich was ausprobieren wollte. Und ich habe an meinem Mohair-Schal à la Osaka weiter gestrickt. Und dann wollte ich euch noch ein kleines bisschen was über die zwei Ponchos, die ich bei den letzten Folgen anhatte. Da kamen so einige Anfragen, etwas über diese erzählen. Die habe ich hier beide nochmal hingelegt. Und ja, was trage ich? Ich trage wieder mal meine Pauli aus dem Konengarn, was ich ja selber gewickelt habe. Aus mehreren Konen habe ich mir ja dann, ich glaube, vierfädig ein Garn zusammengewickelt und habe das gestrickt. Und das Gelbe, was hier der I-Cord-Rand ist, also das ist eigentlich ein Gelb. Bei euch kommt es jetzt fast weiß rüber. Das ist von der Hamburger Wollfabrik, was ich mir vor zig Jahren mal gekauft habe. Ich trage die Pauli auch sehr gerne. Ja, ich will jetzt nicht nach unten. Es ist halt ein Cardigan von Isabel Krämer. Die Pauli ist, glaube ich, sogar eine kostenlose. Zumindest war es damals kostenlos. Anleitung lässt sich super stricken. Der obere Teil wird kraus rechts gestrickt als Raglan. Und dann werden glatt rechts immer mit einer anderen Farbe Streifen. Und so ist es am Körper auch. Ja, und zugemacht. Also ich mache den nicht zu. Ich habe zwar hier einen Knopf dran, aber ich trage meine Jacken eigentlich immer. Ja, Cardigan. Ich bin noch so ein bisschen oldschool. Ich sage Jacke, Strickjacke. Genau. Trage die offen und deshalb genau. Bloß falls ihr Fragen habt dazu, genau. Dann möchte ich mich noch mal bei Alexandra bedanken. Also es waren wirklich zwei Leute nur, wo ich was falsch geschickt hatte für den Adventskalender. Und ja, wir haben hin und her geschrieben, die Pakete sind auch angekommen und jeder kann jetzt am dritten Advent das richtige Päckchen öffnen. Und Alexandra, nochmal ganz lieben Dank für deine schöne Kette. Obwohl ich ja den Fehler gemacht habe und sie das zurückschicken musste, gab es noch ein paar liebe nette Worte und eine selbst handgemalte Kette von ihr. Habe ich mich ganz doll gefreut. Und da sind ja die Kiwi-Farben drin. Ich trage die wirklich gerne. Und ja, wie gesagt, so wie ich es abgesprochen habe, bekommt ihr, wenn ich jetzt ab nächste Woche wieder ein bisschen mehr Luft habe und Zeit habe für mich, dann bekommt ihr euren Code auch zugeschickt, sodass ihr dann im Grunde genommen ein klein wenig doppelt profitieren könnt. Denn das will ich gleich hier am Anfang sagen. Ich musste darauf gucken. Ich habe hier nebenan mein kleines Tablet, wo ich die Anleitung drauf habe für den einen Poncho, damit ich euch das zeigen kann. Nächste Woche, 15. Dezember bis zum 31. Dezember. Ich bin jetzt schon ein Jahr, habe ich mein Atelier und sozusagen ein Jahr in der vollen Selbstständigkeit drin. Und deshalb gibt es für alle, die den Rabattcode beim Auschecken Dankeschön. Also ich habe das in meinem, ja, wäre schön, wenn der ein oder der andere bei mir den Newsletter abonniert. Da habe ich das verschickt.
15% Rabatt auf alles außer die Kurse. Die habe ich rausgenommen, die nicht. Aber ansonsten auf Wolle, auf die Maschenmarkierer. Was habe ich noch drin? Projekttaschen habe ich noch ein paar drin. Ich habe die Stricknadeln muss ich noch einfliegen. Da habe ich noch ein paar da. Fellbommeln sind auch noch ein paar da. Also es gibt eine ganze Menge im Shop und mein Dankeschön für eure Einkäufe, für euer Interesse an meinem Shop, jetzt die Spinnräder, Spinnzubehör, dass ich das mit reinnehmen konnte, dass das auch so gut angelaufen ist. Tausend Dank, ist ja nicht selbstverständlich. Und bis 4 Stränge Wolle oder so Kleinzeug, wenn ihr nur einen Strang Wolle und ein paar Maschenmarkierer oder so, dann sind auch die Versandkosten nur 3,95 €. Ansonsten sind sie bei 5 noch was. Aber wie gesagt, ich habe das ja extra so gelassen, dass auch wer nur ein, zwei, drei Stränge, ich glaube bis 4 Stränge geht's. Und danach ist dann Pumpe. Weil das geht dann in das kleine Päckchen, was ich dann als Warenpost versenden kann. Oder heißt das nicht Warenpost? Bei uns selbstständigen Unternehmern gibt es bei DHL da irgendwie so eine andere Sache, sodass ich da auch eine Sendenummer und alles mit bei habe. Und das auch nicht wie beim normalen Privaten ist. Genau. Also, wie gesagt, da könnt ihr dann ab 15. 0 Uhr, also entweder ihr bleibt am 14. am Mittwoch, noch lange wach, strickt eine Runde und dann schaut ihr um 0 Uhr in den Shop und vielleicht gefällt euch ja noch das ein oder andere Garn und ihr habt noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Dann werde ich, wie gesagt, noch so bis zum 20. 22. mache ich das ganz normal und danach mache ich dann auch, wie gesagt, Pause. Da wird dann nur einmal in der Woche noch verschickt. Aber ansonsten für die Aktion jetzt und die gilt dann, wie gesagt, bis Silvester. Also wenn ihr dann Silvester sitzt mit einer fröhlichen Runde und sitzt und denkt euch, ach was, dann könnt ihr auch noch mal zuschlagen. Also wie gesagt, 0 bis 23 Uhr noch was geht, dann dieser 15% Rabatt für euch. Und die beiden, die jetzt das Weihnachts-Adventskalender-Paket, wie gesagt, wo die Tage vertauscht wurden, die erhalten jetzt nochmal eine kleine andere Entschädigung und können dadurch eben halt nochmal ein bisschen günstiger shoppen. Das wäre jetzt erstmal das Organisatorische. Das mache ich jetzt gleich am Anfang, weil ich nicht genau weiß. Also mein Shop wird hier oben wieder eingeblendet. www.dasoderdeichschaf.de. Ich habe wieder mein Käffchen. Und ja, dann komme ich jetzt zu dem, was ich. Nee, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Und zwar habe ich mich auch ganz doll gefreut und ich mache auch jeden Tag auf. Martina aus dem Sauerland hat mir eine ganz tolle Karte, Weihnachtskarte, Weihnachtsgrüße geschickt und das in einem ganz süßen kleinen Adventskalender verpackt sozusagen. Und da mache ich jeden Tag mein Türchen auf. Ich lese euch natürlich jetzt die Weihnachtsgrüße nicht vor, aber ich habe mich wahnsinnig doll darüber gefreut und wollte das jetzt nochmal erzählen. Das ist mir in der letzten Woche untergegangen. Da wollte ich es eigentlich schon sagen. So, lange Rede. Kurzer Unsinn, wie unsere Kirsten immer so schön sagt. Ich habe gestrickt nochmal. Ich gehe ja jetzt am Wochenende auch nochmal auf den Markt. Und da sind noch ein paar Stulpen entstanden, die deshalb habe ich jetzt die Woche nochmal Gas gegeben. Und die habe ich, wie gesagt, mit einer Sechsfachsockenwolle. Und zwar ist das die von Atelier Zitronen. In Natur und ein Mohairfaden gestrickt. Den muss ich noch die Feen vernähen. Die habe ich aus einem, ja, das ist wahrscheinlich ein nicht verzwirntes Garn, was nur mit einem kleinen Faden
verzwirnt wurde, also sozusagen wie so ein Dochtgarn. Das sind ein paar richtig schöne dicke. Die Wolle, ja, da war wirklich nur ein Rest in meinem Stash drin und für eine Mütze hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Und obwohl sie bestimmt schön warm sind. Und dann habe ich hier 2x4-Fachwolle, Sockenwolle in zwei unterschiedlichen, eine graue und eine blau melierte und auch den Mohairfaden und habe eine etwas größere gestrickt und einmal etwas kleinere. Die sind beide gleich. Das ist dann so ein dunkelblau, grau, braun, melierter Handstulpen. Also handstulpenmäßig habe ich jetzt für mich, für die Familie wahnsinnig viel. Die nehme ich morgen noch mit, weil ich muss nachher noch packen. Mein letztes Adventswochenende, der letzte Markt steht bei uns an. Genau. Dann habe ich für mich selber was gestrickt und zwar. Ich will nicht, wenn ich jetzt die Mütze aufsetzen würde, dann wäre ja wieder alles hinüber, weil ich bin gerade fertig mit Föhnen gewesen. Ich muss mir jetzt jeden Tag, weil ich bin gerade dabei, die Haare lang wachsen zu lassen. Und demzufolge sitzen sie nicht mehr. So muss ich jeden Morgen das leidige Thema Haare machen jetzt wieder mal ein bisschen durchziehen, bis sie dann nachher wieder ein bisschen länger sind und man kann dann einen Haarreif oder so nehmen. Aber im Moment föhne ich und ich möchte jetzt nicht wieder alles kaputt machen. Lange Rede, kurzer Unsinn. Hier ist die Mütze, die ich mir gestrickt habe. Und zwar habe ich erst, das ist ein Garn, was ich bei mir drüben gehabt habe. Was ich, es wollte damals keiner kaufen. Jetzt habe ich es auch rausgenommen, schon oder schon lange rausgenommen aus dem Shop. Das ist 100 Gramm, haben 100 Meter. Also ein dickes Garn. Ich habe hier auch noch einen Rest. 10 Gramm sind übrig. Also ich hätte die Mütze auch noch, wenn ich sie hätte als Beanie haben wollen, hätte ich die auch noch ein bisschen länger machen können. Der Plan war eigentlich ein Stirnband. Ich habe auch angefangen. Ich habe ein Stirnband gestrickt und zwar quer. Habe das hier unten hinten ist die Naht. Habe das dann auf der Seite würde man es echt kaum sehen zusammengenäht. Und dann habe ich mir überlegt, nee, Stirnband, mach dir doch einfach mal eine schöne Mütze. Dann kannst du das so umkrempeln und dann habe ich hier wieder die ganzen Maschen aufgenommen und dann habe ich einfach glatt rechts hoch gestrickt. Das ist auch eine Färbung von mir und ich glaube, das war damals das Nebelgrau, was ich ja im Shop habe. Dann habe ich eine Mütze, eine Bommel befestigt. Die ist aber noch nicht ganz. Also ich habe sie erstmal nur so. Da muss ich dann noch nähen. Ja, eine richtig schöne dicke Mütze, die warm an den Ohren ist. Das ist ja, wie gesagt, ein richtig schönes dickes Garn, wo 100 Gramm 100 Meter haben. Ich habe echt nicht gedacht, dass ich mit einer Mütze auskomme. Ich habe wirklich 10 Gramm übrig und ich werde die nächste Mütze. Ich habe noch zwei Knäuel. Also eine kriegt mein Mann noch. Der hat gesagt, er möchte aber nur im Perlmuster. Da werde ich dann gleich im Perlmuster anfangen, die Maschen aufnehmen und dann hochstricken, auch im Perlmuster. Und dann habe ich, das sind Sechsen, ich habe einen ganz kleinen Kopf. Also ich habe die XS-Kopfgröße schon eigentlich Kinderkopf. Ich weiß, Fahrradhelme, Motorradhelme, bei mir XS, also eigentlich schon fast Kindergröße. Ich habe auch nur 56 Maschen rundherum aufgenommen. Also hier habe ich, weiß ich jetzt gar nicht, 17. 17 Maschen, weiß ich noch, habe ich angeschlagen und dann habe ich im Perlmuster gestrickt. Ist ja eigentlich ganz einfach. In jeder Reihe habe ich mit rechts begonnen, rechts, links und so weiter. Dadurch, dass ich eine ungerade Zahl hatte, wurde hinten ja mit rechts auch aufgehört, sodass ich, wenn ich gedreht habe, es war eine linke und dann habe ich wieder mit rechts, links begonnen, sodass sich das super verteilt hat. Und dann habe ich ganz normal alle Maschen aufgenommen und es waren
wirklich 56, sodass das super durch 8 ging. Und dann habe ich halt immer nachher, wo ich dachte, also ich habe dann gestern Abend auf der Couch gesessen, das kann ich ja jetzt erstmal wegpacken. Und mein Mann habe ich dann immer gesagt, geht's schon, geht's nicht? Und da hat er gesagt, ja, jetzt mach Schluss, sieht gut aus, sitzt super. Und dann habe ich jede achte und siebte zusammengestrickt, eine Reihe drüber, jede sechste, siebte, wieder eine Reihe rüber, so dass ich sozusagen hier oben seht ihr das ja schön abgenommen habe. Und dann die letzten sieben Maschen, die ich dann hatte, habe ich zusammengezogen. Also eine ganz einfache Mütze. Ja, wenn man jetzt möchte, könnte man auch sagen, man drapiert sich das hin und dann wäre das so ein bisschen, dann seht ihr mal, also als Stirnband wäre es wieder schön und dann oben glatt rechts und dann könnte man sie auch so ein bisschen in der Form tragen. Aber ich habe für mich entschieden, Entschuldigung bei allen, die jetzt mit Kopfhörern hören, aber ich weiß ja, ich höre ja viel mit Kopfhörern. Man kann auch die Lautstärke regulieren, dann stört das nicht ganz so. Aber Styropor knistert nun mal. Und so ist die wirklich super und ich freue mich, habe ich was Schönes, Warmes. Also da werde ich mir noch eine andere Mütze stricken. Jetzt weiß ich ja, dass das Garn reicht. Also es ist wirklich so, 100 Gramm a 100 Meter reichen wirklich für eine Mütze. Ich habe ja, wie gesagt, noch 10 Gramm übrig, sodass ich für meinen Mann, der hat ja einen breiteren Kopf, da werde ich dann so eine Art Fischermütze stricken. Und also von der Form her, aber er möchte ja, wie gesagt, das Perlmuster dann haben. Genau. Das ist das Strickige, was ich für mich gestrickt habe, was fertig ist. Und dann habe ich abends, wenn ich dann keine Lust mehr auf Handstulpen hatte, habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen dran weiter gestrickt an meinem und ich bin fast, also ich habe nicht mehr allzu viel, ich bin schon ziemlich weit mit der zweiten Farbe und jetzt als nächstes kommt dann dieses Pink oben rauf und dann mache ich nachher die anderen. Da hatte ich euch ja beim letzten Mal gefragt und ihr habt mir da eigentlich so, wie ich das auch gezeigt hatte, von der Farbzusammenstellung her geschrieben, dass er das eigentlich auch ganz gut findet. Also es geht schon einmal rum. Einmal geht es schon rum und es ist wirklich schön kuschelig am Hals. Das ist ja hier das Mohair mit Poly und Wolle von Hobby und dann kommt ja das 100% Mohair. Die Extraklasse von Atelier Citron. Und die wird dann auch, die hat die gleiche Lauflänge, die wird dann auch gestrickt. Aber wirklich, wie gesagt, es ist ein Hauch von nichts. Macht Spaß. Trotz des dünnen Garnes. Und ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, mit welcher Nadelstärke ich das stricke. Mit einer 4,5er. Genau, 4,5 steht drauf. Mit der stricke ich das. Und damit wird es eigentlich richtig schön fluffig. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur noch so ein bisschen übrig. Das werde ich dann heute Abend beim Fernsehen gucken. Außer mir fällt ein, ich will noch mal ein paar Handstulpen machen. Aber eigentlich bin ich jetzt durch. Ja, ich verkaufe ja nicht Handstulpen. Ich verkaufe ja auf dem Weihnachtsmarkt meine handgefärbte Wolle. Und das sind dann bloß noch so ein paar Sachen, die dann so für die Leute, die wirklich nicht stricken können, die können sich dann eben halt mal eine Mütze oder ein paar Handstulpen kaufen. Und dann ist das okay. Die gebe ich auch für einen kleinen Obolus in dem Sinne ab. Genau. So, und jetzt komme ich, jetzt muss ich erstmal gucken, jetzt ist das Teil doch nicht etwa aus. Na. Ich habe nämlich extra. Halt. Wir sind bei 11%. Genau. Ich hab's noch auf Reveille gefunden. Ich komme zuerst zu diesem Poncho.
Ich hatte ja, wie gesagt, zwei verschiedene. Einmal habe ich den euch gezeigt, den ich anhatte in der letzten Folge. Und das ist gucken wir mal, eine kostenfreie Anleitung, aber auf Englisch, auf Revelry. Ich zeige sie euch gleich. Das Brioche gehört nicht dazu. Das habe ich mir selber ausgedacht. Also eigentlich nur, es ist, wie gesagt, eigentlich nur ein langer Schlauch. Ein echt langer Schlauch. Ein ganz langer, der geht, na wie, also ich bin 1,67, wenn ich vom Fußboden, dann ist er, wie lang wird er sein? Ich gucke gleich in die Anleitung. Zumindest ist es nur wirklich ein langer Schlauch, den ihr eben halt, ja, wenn ich den jetzt gespannt hätte, dann wäre er wahrscheinlich, ich habe ja damals noch nicht so richtig gewusst, wie man das macht. Könnte man das Teil auch spannen? Ich spanne euch jetzt nicht auf die Folter. Ich zeige euch jetzt erstmal die Anleitung. Und zwar ist das, ja, ich weiß, Akku ist fast alle, das Carolina Beach von The Noble Suite auf Reveille. Das habe ich in, ha. Das habe ich in der zweiten Folge meines Podcastes vor 4,5 Jahren ungefähr, habe ich darüber berichtet. Na, und da wollte ich es euch mal zeigen, wie das dann so aussieht. Hier ist es mit einem schönen Farbverlauf gestrickt. Ups. Und viel, viel breiter als bei mir. Also ich habe wirklich das falsche Garn genommen. Jetzt muss ich mal gucken. Dann mache ich das hier wieder zu. Oder kann es ja auch nochmal von vorne zeigen. So, genau. Die Anleitung ist von 2017 und gestrickt wurde damals mit Fingering. Also 16 Maschen und 22 Runden müssen 10 mal 10 Meter ergeben mit einer 4,5er. 600 Meter war das. Und zwar wurde hier gestrickt mit der Cartier Lino 100. So, wie gesagt, eine englische Anleitung. Und das ist ein Leinengarn, die Lino 100 von Cartier, 100%. Und da haben 150 Meter 50 Gramm, also 600 Meter. Jetzt seid ihr ja schief. Bin ich schief? Seid ihr schief? Ich war gar nicht dran. Entschuldigung. Das habe ich hier gerade gelesen. Und wie gesagt, gilt, jetzt muss ich mal gucken, das Garn, dass ich das eventuell noch mal 11% noch, genau, 150 Meter auf 50 Gramm und da gibt es eine ganze Menge Projekte, die damit gestrickt wurden. Ich gehe mal wieder zurück. Gucke mal noch nach der Anleitung. Kann ich ja noch mal runterladen. Macht das mal bitte. Dann macht er sie mir nämlich auf. So. Genau. Ich habe die irgendwo, habe ich sie ja ausgedruckt. Also das Carolina Beach. Ne? So wird es geschrieben. Carolina Beach. Von Caroline Hegwer. Genau so, und zwar steht hier irgendwo die Größe, wie lang das nachher wird. Das wollte ich noch mal wissen. Das ist das einzige. Ist ein ganz easy Muster, Lochmuster, aber steht nicht dran, wie lang.
Naja, denn wie gesagt, es ist doof. Steht nicht, also ich finde es jedenfalls nicht auf die Schnelle. Ich will euch ja auch nicht zu lange hier. Ach, genau. Aber sie hat nicht mit Farbverlauf, sondern sie hat mehrere Knäuel gehabt. Sie hat einen in Indigo-Blau, einen in Sand gehabt. Genau. Und damit, also es steht, wie gesagt, leider nicht da. Finde ich jedenfalls nicht. Aber es, wenn ihr das Richtige, jetzt kann ich die nämlich auch getrost ausmachen, weil ausschalten, es sind nämlich nur noch 10%. Schalten wir mal aus. Okay. Ich habe es ja extra nur angeknipst. So, jetzt kann ich auch wechseln. Ich bin noch da. Ich wollte nur wieder ein bisschen das Licht besser machen. So, jetzt seht ihr mich wieder ein bisschen besser. Okay, oder auch nicht. Doch. Das war, wie gesagt, dieses Carolina Beach. Ich habe da auf alle Fälle in der Folge 2 berichtet. Und ich hatte das ja aus so einem Bändchengarn gestrickt. Und das hat, wie gesagt, nicht die korrekte Breite gehabt. Außerdem habe ich es auch nicht gespannt, denn wenn ich das jetzt so sehe, ich hätte es auch ausspannen können, dann wäre es auch noch ein bisschen größer. Und da ich damals angefangen habe, angefangen, weil hier sieht man noch Fehlerchen mit dem zweifarbigen Brioche, habe ich da noch mal Maschen aufgenommen und habe die noch ein bisschen sozusagen verlängert, verbreitert, so dass ich die Breite habe. Und im Grunde genommen legt man sich dann die beiden Teile, da könnt ihr Muster stricken, wie ihr wollt, ob ihr einen Schlauch ein Perlmuster strickt. Ich gucke mal, ich habe kein Maßband, aber ich habe ein 30 cm Lineal hier. Mal gucken, wie breit das ist. Das sind einmal 30, 60, naja, ungefähr knappe 70 cm breit ist es jetzt durch Verlängerung. Und wenn man es spannt, dann wird es natürlich noch breiter. Und dann einfach, ob er Perlmuster strickt, ob er ein anderes Muster schön reinstrickt. Im Grunde genommen ist das egal. Der wird einfach nur dann zusammengelegt, unten und oben. Dann habe ich das Teil und dann wird hier oben, hier kommt mein Kopf durch. Das muss man denn selber so für sich gucken. Ich kann das auch noch 2 cm. Hauptsache, der Kopf passt durch. Dann wird ein Stück zusammengenäht. Und der Rest bleibt offen und das ist das Teil, was dann sozusagen am Ärmel runter ist, weil ich würde dann den Kopf hier durchmachen, dann hast du hier das, was zusammengenäht ist, hängt dann bis hierher runter und hier hängt dann das Teil so und das habt ihr ja letzte Woche gesehen und wie gesagt, also das ist wirklich kein Hexenwerk. Ich wollte euch das jetzt nur mal zeigen, wie ihr mit ganz einfachen Mitteln so einen schönen Überwurf, den man auch gut und gerne einfach nur, man kann ihn auch aus bunten Resten stricken, einfach nur ein Rechteck, was ungefähr, sagen wir mal, 1,20, 1,30, das müsst ihr dann mal gucken. Und wie gesagt, ich habe meinen 70 cm. Und dann, wie gesagt, ist das ja bloß so ein ganz einfaches Lochmuster, was da gestrickt wird. Dann alle paar Reihen wird ja gewechselt. Hier wird mit dem Lochmuster begonnen, stricken, Lochmuster. Und hier machst du ein Stückchen mehr und dadurch ist das Lochmuster. Also ist auch ganz einfach mit Umschlag und dann eben halt wieder zusammenstricken. Strickt sich ganz leicht und man kann da jedes Garn nehmen. Man kann auch ein dickes Garn nehmen und macht sich das passend und näht sich das zusammen.
Also es ist jetzt für die Jahreszeit und jeder hat ein bisschen was im Stash drin. Vielleicht gefällt euch diese Idee. Ich wollte euch das, wie gesagt, jetzt einfach nur ein bisschen nahe bringen. Und ja, dann habe ich ja, wie gesagt, noch den anderen Poncho und da sind es zwei Rechtecke und den habe ich damals auch, den habe ich auch schon ganz lange. Und da wollte ich euch das auch mal versuchen zu zeigen. Das sind sozusagen zwei Rechtecke. Das ist hier das eine. Und das habe ich, das hat auch, ich glaube, jemand hat mir auch aufgeschrieben, wie das Muster heißt, weil im Grunde genommen wäre das Muster von beiden Seiten identisch. Man sieht hier, ich habe ja auf der Seite, auf der Innenseite die Knötchen, weil ich das ja in Stücken, also in, ich hatte so ein Garn, ich kann euch auch nicht mal mehr sagen, was das für ein Garn war. Zumindestens werden dann die, das hatte ich euch ja gezeigt, die werden dann so komisch gefalten. Das ist nämlich das andere Rechteck, was auch genauso lang ist und dann wird das sozusagen hier oben, das ist die breite Seite und das ist die schmale Seite von denen und dann wird die schmale Seite mit der breiten Seite verbunden. Dann hat man schon mal das eine Teil und dann, um hier oben den Kopf hinzubekommen, dann schlägt man das um und näht noch mal die schmale Seite und die breite Seite von der anderen, also sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären konnte. Also an dem langen Teil hier hängt hier ja, also das ist ja diese breite Seite, die jetzt meinetwegen bei mir 1 Meter ungefähr ist oder noch länger. Da kommt hier diese schmale Seite, die meinetwegen jetzt 70 ist, kommt hier ran. Und hier an dieser, an diesem langen Teil kommt von dem Teil dann diese schmale Seite hier oben noch ran, so dass das dann nur noch der Halsausschnitt ist. Und bei mir ist er ein kleines bisschen weit. Ich könnte mir den jetzt auch noch ein bisschen zusammennähen. Dann wäre hier oben noch ein Stückchen, vielleicht mache ich das auch mal, weil er doch manchmal ganz schön rutscht. Und dann wird er ja so getragen. Also das ist ja sozusagen der ganz einfache Poncho. Und da mit dem Pfeilen, wo welche, wenn man sich die so hinlegt, einmal so lang, einmal so lang, dann näht man das zusammen und dann hat man diese kleine Seite. Und die muss man dann drehen und muss die dann auch noch verbinden. Aber wie gesagt, in, vor 3 Folgen oder so habe ich euch ja da diesen Bogen, dem, wo ihr euch hättet einen Screenshot machen können, wenn euch das Teil interessiert. Und da kannst du auch wieder jede Wolle nehmen, du kannst jedes Muster stricken und man hat einen schönen Überwurf. Man kann sich den auch für den Sommer stricken. Dann nimmt man ein dünnes Garn. Ein schönes Baumwollgarn oder so. Oder man nimmt noch dickeres Garn für den Winter. Dann hat man auch mal so ein Poncho. Man kann auch noch Fransen ranmachen. Da sind eurer Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und dann hat man eben auch mal was, was man draußen tragen kann. Man kann es richtig mit ganz dicker Wolle nehmen. Also die Wolle, die ich hier habe, ist auf alle Fälle, ich würde fast sagen, so mit. Weil ich habe hier eine ganze Menge Knäuel. Ich nehme mal an, so diese 50 Gramm Knäuel hat bestimmt auch so knapp 100 Meter oder so bloß gehabt. Oder vielleicht, naja, doch, also ein bisschen weniger als die Mütze. Also ich nehme mal an, das wären so also 200 Meter für 100 Gramm gewesen sein, so in dem Dreh. Aber man kann auch ein ganz dickes nehmen, dann brauchst du natürlich ein paar mehr. Nimmst natürlich weniger Maschen, ist ja logisch, weil du brauchst ja so ungefähr die Breite. Und das, die Breite
Ist genauso wie beim Seelenwärmer. Dann macht man sich das ja auch und misst sich das ab, wie man das gerne haben möchte. Also da gibt es, glaube ich, auch keine richtige. Ich weiß nicht, ob es im Internet noch irgendwo auf YouTube ein Anleitungsvideo dazu gibt. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, so wie ich das gemacht habe, sprich das Carolina Beach. Dieser einfache lange Schal, der dann zusammengeklappt wird und oben ein bisschen Hals freigelassen, dann näht man ein Stückchen, was dann hier so schultermäßig ist, und den Rest lässt man offen, weil das fällt ja denn. Und die andere Seite ist ja dann das, was man zusammengelegt hat, ist bedeckt ja dann hier den Arm. Also das ist wirklich auch eine ganz einfache Sache. Und jetzt habe ich euch das mal so ein bisschen erklärt. Und dann bin ich jetzt eigentlich auch fertig, nehme noch einen Schluck Kaffee. Ich habe heute auch noch viel vor. Ich war heute früh schon einkaufen. Ich werde jetzt, wenn ich das Video bearbeitet habe, ich gucke mal zu, dass ich das hinbekomme. Werde ich nämlich rüberfahren, alles einladen für das, die 2 Tage, wo ich jetzt noch mal einen Adventsmarkt habe. Und diesmal ist er ja im Fort Gorgas, in der Nähe von der deutsch-polnischen Grenze. Also sprich, ja, die Berliner rutschen immer durch, wenn sie nach Kiez fahren. Die B1 ist das ja von Berlin aus, und kurz bevor es in Mantschnow Richtung Kiez Grenze geht's links ab und gleich wieder ein kleines Stückchen, dann wieder links, und da ist diese Riesenanlage. Das ist, wie gesagt, was Geschichtliches von Friedrich den Großen oder so, weil wir haben in Kiez so ein Fort, wir haben da das Fort, und dann ist in Polen noch mal eins. Also das war so Militäranlage, riesengroß, und da sind, wie gesagt, noch so ein paar Reste, so ein paar, ich sag immer Katakomben. Also da kann man reingehen, und da sind immer so eine Bögen, und da werden wahrscheinlich die Stände so drinne sein. Also diesmal ist er drin. Da wird zwar auch nicht ganz so warm sein, aber nicht so kalt wie letzte Woche, wo ich draußen stand. Ich mag aber diese Atmosphäre draußen. Ich hätte auch in der Turnhalle sitzen können mit noch 20 anderen, die Socken, Mützen und sonstiges gehäkelte und gestrickte verkauft haben. Wollte ich nicht. Ich mag die Draußenatmosphäre. Ich stehe auch gerne mal im Kalten mit dem Glühwein. Es gibt ja am Nachmittag dann, weil man abends ja wieder fahren muss, auch alkoholfreien Glühwein. Sprich, Kinderpunsch reicht auch. Aber die Atmosphäre draußen ist viel schöner. Die machen Feuerchen, das duftet. Der große Weihnachtsbaum rund um die Kirche ist, wie gesagt, dieser Weihnachtsmarkt aufgebaut gewesen. Und das hat mir, also da gehe ich nicht rein in die Turnhalle, nur weil es eben halt da drinnen warm ist. Nee, da zieht man sich ein bisschen dicker an. Ich hatte, wie gesagt, meine selbstgesponnene und verstrickte Wolle. Da hatte ich ja den Kaul gestrickt, ein Stirnband, super warm gehalten. Unten in den Schuhen, da werde ich das aufgreifen. Kirsten, hallo, ich habe noch nicht kommentiert, ich habe aber das neulich gesehen. Ich werde mir auch meinen Fuß so ein bisschen abmalen und werde mir da das ausschneiden und dann bestricken und das als Einlegesohle reinmachen. Also die Idee fand ich ganz toll. Da muss man nicht großartig irgendwo was kaufen. Und schöne dicke Wolle hat man immer irgendwo. Und das hält dann auch warm in den Schuhen. Klar hätte ich bei mir nebenan, wann Alpaka stand, aus dem Spreewald, da unten gibt es so eine Alpaka-Farm. Die haben natürlich auch alles Mögliche verkauft, auch so eine Alpaka-Einlegesohlen. Aber nee, da mache ich mir die lieber selber. Also die Idee von, wie heißt der denn jetzt? Ich komme auf den Namen nicht. Nee. Ihr wisst alle, wen ich meine. Freischnauze stricken wir immer, die so eine tollen Colorwork-Sachen
strickt und fast meinen Namen hat, aber Kirsten heißt und aus Lübeck ist, oben von der nordischen, ist ja schon Küste, nee, ist ja die Trave, ich will nichts anderes sagen, kann aber sehen, dass da, nee, ich glaube, zum Meer ist es noch eine Runde. Ich war ja schon mal in Lübeck. Übrigens, Lübeck hat einen super tollen Campingplatz. Da haben wir nämlich mit dem Wohnmobil gestanden und haben da vor ein paar Jahren mal mit meinen Eltern und meinem Bruder genächtigt und haben dann einen schönen Ausflug nach Lübeck reingemacht. Und ich war jetzt schon, wie oft war ich jetzt schon in Lübeck? Dreimal. Genau, als mein Sohn damals, der ist ja jetzt 34, sprich vor knapp nicht ganz 20 Jahren waren wir schon mal oben in Lübeck, wo es darum ging, er wollte ja eine Kochausbildung machen und da war er oben in Eutin und da waren wir so mehrere Sachen, wo er Probearbeiten machen sollte und da bin ich natürlich in der Zeit, wo er da untergebracht war, hatte ich mit meinem Mann eine Ferienwohnung in, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, wir waren direkt in Eutin untergebracht. Und dann sind wir natürlich da oben auch mit dem Auto mal hier und dahin gefahren und da waren wir das erste Mal in Lübeck. Dann war ich mit meinem Mann schon nochmal da. Dann war ich mit meiner Mama mal da und zwar haben wir so eine Weihnachtsmarkt-Tour gemacht hier in Frankfurt-Oder mit dem Bus hoch nach Lübeck und da über den Weihnachtsmarkt und haben uns Lübeck noch so ein bisschen angeguckt. Und dann sind wir mit dem Bus natürlich abends dann wieder nach Hause gefahren. Also mal so eine Eintagestour gemacht. Und ja, wunderschön finde ich die Stadt. Also das, was ich eigentlich kennt man ja nur so diesen Stadtkern, den mittelalterlichen mit den sieben Türmen. Alles, was außen rum ist, natürlich nicht. Ja, das ist eben halt so diese touristische Sache. Genau. Ich verquatsch mich schon wieder. Ich wollte eigentlich Schluss machen, denn ich muss jetzt rübergehen, muss einpacken, dass ich meinen Stand schon aufbauen kann, weil das Gute ist, es ist ja innen, es wird abgeschlossen und wir können alles aufbauen. Und morgen muss ich nicht zuzeitig da sein und es kann auch alles da bleiben, weil, wie gesagt, alles gesichert wird. Und das ist natürlich super. Und da flitze ich jetzt rüber und packe. Ich habe gestern schon ein bisschen was gemacht und heute mache ich den Rest. Jetzt suche ich das Knöpfchen. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Ich hoffe, ihr seid soweit alle gesund. Die, die nicht gesund sind, denen wünsche ich, wie gesagt, gute Besserung. Und ja, in diesem Sinne kann ich mich echt nur verabschieden. Freue mich auf die nächste Woche. Freue mich, dass ich dann Zeit habe, Hilde anzustricken, weil ich bin absolut noch nicht dazu gekommen. Ich habe mir zwar schon Teil 1 und Teil 2 runtergeladen. Von Teil 1 gibt es ja schon eine Verbesserung und ich glaube, bei Teil 2 war jetzt auch schon wieder irgendwas. Also ist gar nicht so schlecht, wenn man immer noch 2 Tage oder so wartet und sich dann erst die Anleitung zu Gemüte führt und hat man weniger, wenn man sich ausdruckt, Papier. Aber ich lade mir die ja so als PDF runter. Die Geschichte werde ich mir trotzdem anhören, vielleicht heute Nachmittag, wenn ich alles fertig habe. Und ja, dann werde ich, wie gesagt, morgen und übermorgen in Gorgast den Weihnachtsmarkt noch haben. Und danach fängt für mich dann die Zeit an, wo ich dann wieder ein bisschen mehr auf mich achten werde. War doch jetzt die letzte Zeit wirklich ein bisschen stressig, aber das ist in jeder Branche so. Also im Einzelhandel. Die Damen, die jetzt den Weihnachtsverkauf und den Weihnachtsstress haben und selbst in den Büros und so weiter zum Jahresende kenne ich das ja noch. Da geht es auch immer hektisch zu, sodass ab nächste Woche bei mir das dann wieder ein bisschen ruhiger wird und dann freue ich mich, wenn euch meine Rabattaktion gefällt und ihr da noch ein bisschen die Wolle leer kauft, dass wir ins neue Jahr starten können mit neuen Farben. Eine Färbung mache ich in der nächsten Woche auf alle Fälle noch, dass die zum 15. 15. ist nämlich der Donnerstag, das schaffe ich, dass die noch mit drin ist und zwar, sprich, zum Jahresende gibt's wieder meine Glücksrakete, die Färbung. Die hatte ich im letzten Jahr, glaube ich, schon. Habe ich extra nochmal jetzt Wolle bestellt und da gibt's dann
auf zwei verschiedenen, also die ganz normale Deichbasic und dann glaube ich, habe ich noch Glitzer. Auf Glitzer wollte ich sie auch mal machen, weil einer mag ja so Glitzer und das wird wieder so eine richtige Glücksrakete. Und damit, das wird die letzte Färbung für dieses Jahr sein, verabschiede ich mich dann ins Jahr 2023 und freue mich auf die Dinge, die da auf mich zukommen. Ich sag jetzt einfach mal, sonst plapper ich mich hier wieder um Kopf und Kragen. Tschüssikowski, eure Kiwi. Macht's gut.